Ja, schönen guten Tag und willkommen zu einer Stunde Web Talk zum Thema, wie bewege ich mich sicher durch das Netz von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und als hätte sie dieses Thema geahnt, zitiert heute die Berliner Morgenpost eine MNIST-Studie, nach der 51% der Bürger für mehr Datenschutz und Werbefreiheit, im Übrigen auch im Internet, Geld bezahlen würden. Also jeder Zweite würde Geld dafür ausgeben, dass die Daten, die eigenen Daten sicherer sind, wie auch immer das ganz genau laufen sollte. Lösungsvorschläge dafür gab es noch nicht, aber zumindest erstmal diese Erhebung. Und die bedeutet natürlich, das Vertrauen in all die großen Unternehmen, denen wir unsere Daten selbstständig überlassen, ist nicht besonders groß, genauso wenig wie in die Idee eines Internets, das einigermaßen sicher ist und in dem uns keine große Gefahr begegnen kann. Und wenn, dann begegnet sie ja, wie wir wissen, meistens irgendwie den anderen und nicht uns selber. Über eine Art der Sicherheitsflatrate, die man sich dann so vorstellen könnte, könnte man natürlich auch diese leidigen Fragen umgehen, die man sich als verantwortungsvoller Internetnutzer manchmal eben stellen sollte, nämlich: Gibt es wirklich Leute, die meinen Account hacken können, die meine Daten abgreifen? Wie weit muss ich mich selbst darum kümmern? Wie sicher sollte ich meine eigenen Accounts, meine eigenen Tätigkeiten im Internet machen? Welche Rolle spielen Passwörter? Ganz einfach gefragt. Und auf welchen rechtlichen Grundlagen bewege ich mich eigentlich in diesem Internet? Und wie kann man sich damit beschäftigen und Lösungen darauf finden, ohne Hacker oder totaler IT-Nerd und Spezialist zu sein? Anlaufpunkte sind natürlich schlaue Leute, Leitfäden oder Publikationen wie zum Beispiel das bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienene Safe Surfer. Oder man fragt direkt eben die schlauen Leute, wie zum Beispiel einen Experten wie Sebastian Schreiber, unseren heutigen Gast. Schönen guten Tag, Sebastian Schreiber. Hallo, Frau Watti. Sebastian Schreiber ist Informatiker und Mitgründer der Firma SYS, die Sicherheitsüberprüfungen vornimmt. Und er demonstriert auf zahlreichen Veranstaltungen, wie wahnsinnig leicht man Passwörter hacken kann und drin ist im Leben von anderen Menschen. Und bevor wir darüber sehr viel mehr erfahren, muss ich eine konkrete Einstiegsfrage fragen, die mich schon den ganzen Tag umtreibt, Herr Schreiber. Ich habe Ihnen von meinem Gmail-Account aus an Ihre ganz normale E-Mail-Adresse geschrieben und nicht den PGP-Key, also die Verschlüsselungssoftware, benutzt, die Sie auch als Alternativen anbieten. Was denken Sie eigentlich, wenn Sie von jemandem wie mir so eine Mail bekommen, die in keiner Form verschlüsselt ist, die aber trotzdem ja, ich meine, ich bin Journalistin eigentlich. Ist das okay? Tja, Frau Watti, also es ist in der Tat so, ich hätte mich riesig gefreut, wenn ich von Ihnen eine verschlüsselte E-Mail gekriegt hätte. Das hätten Sie auch machen können. Sie hätten sich also von unserer Webseite www.sys.de oder von einem Key-Server aus dem Internet meinen PGP-Key besorgen können und hätten mir dann verschlüsselt mailen können. Das hätte mich richtig gefreut. Im konkreten Fall ist es allerdings so, dass Sie ja keine vertraulichen Informationen austauschen. Das heißt, an diesen Daten hat keiner ein echtes Interesse, weder Nachrichtendienste, noch Hacker, noch irgendwelche Wirtschaftsspione. Das heißt, die Mail, die Sie mir geschrieben haben, die können Sie eben nicht für 1 Million Euro auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Das heißt, ein konkretes Risiko erwächst dadurch nicht. Trotzdem ist es schön, wenn wir möglichst viele E-Mails verschlüsseln, auch als Vorbildcharakter, auch um zu zeigen, dass Verschlüsselung funktioniert. Das heißt, ich versuche auch in meinem Privatumfeld meine Freunde dazu zu motivieren, zu animieren, auch verschlüsselt zu mailen. Wohl wissend, dass es ganz schwierig ist, das durchzusetzen. Wie das genau funktioniert mit dieser Verschlüsselung, dass wir vielleicht auch heute ein paar mehr Leute inklusive mich dazu bringen, besser auf diese Dinge zu achten und sich eben auch vor allem zu fragen, wann muss ich das tun und wann nicht. Wir müssen ja auch nicht die ganze Zeit nur darüber sprechen, wie wahnsinnig gefährlich alles ist, sondern eben auch rausfinden, an welchen Stellen man eben vielleicht ein bisschen genauer auf das achtet, was man durch das Internet schickt. Bevor wir uns über all das unterhalten, gibt es eine kleine Einführung von Ihnen, Sebastian Schreiber, und zwar in die wichtigsten Sicherheitsfragen, die Ihnen derzeit so auf der Seele brennen in Sachen Internet. Bitte schön. Ja, sehr gerne. Ich habe da auch Folien mitgebracht, die zunächst mal auf der falschen Seite starten. Ich würde Ihnen gerne zunächst mal eine kleine Übersicht geben, was in diesem Jahr überhaupt an Vorfällen da aufgelaufen ist. Hier sehen Sie einfach ein paar Dinge, die es gegeben hat, die ich jetzt nochmal chronologisch aufgelistet habe. Das heißt also Sicherheitsvorfälle aus dem Jahr 2015 möchte ich Ihnen hier mitteilen, dass Sie sehen, dass eine ganze Menge vorgefallen ist dieses Jahr. Es ist also keinesfalls was Theoretisches, über das wir sprechen, dass es hier in irgendeiner Art hypothetische Risiken gibt. Das sind ganz plastische Risiken. Das heißt, es geschieht tatsächlich was.
Im April habe ich begonnen, diese Liste zu führen. Da gab es in der Tat die Situation, dass Täter in der Lage waren, auf das Handy, den BlackBerry von Obama, von dem Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, zuzugreifen und seine E-Mails zu lesen. Die PR-Abteilung vom Weißen Haus hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es sich ausschließlich um unklassifizierte E-Mails handelte. Das heißt also um E-Mails, die wohl keinen besonderen Schutzbedarf haben. Trotzdem ist es doch mal eine Sache, wenn Täter tatsächlich in der Lage sind, auf Obamas Handy zuzugreifen. Wir alle können davon ausgehen, dass sein Handy besser geschützt ist als das Handy der geneigten Zuschauer. Das ist also im April geschehen und mir selber ist es erst beim Aufstellen dieser Liste wieder in Erinnerung gekommen. Das heißt, wir haben so dermaßen viele Vorfälle, die durch die Medien gehen, dass wir solche Vorfälle gar nicht mehr so richtig erinnern. Spannend ist ja auch, dass von den Vorfällen, die es tatsächlich gibt, nur ein ganz, ganz kleiner Teil öffentlich wird. Das heißt, die allermeisten Vorfälle im Bereich Hacking werden nicht kommuniziert, weil es eben auch kein gutes Licht auf einen wirft, wenn man sich hat hacken lassen. Und der allergrößte Teil der Vorfälle werden überhaupt nicht entdeckt. Das heißt, Täter stehlen Informationen, verwerten diese in irgendeiner Art und als Opfer weiß ich davon gar nichts. Dann gab es einen ganz großen Vorfall. Der Deutsche Bundestag ist gehackt worden. Auch das ist eine spannende Angelegenheit, weil es sich ja um eine hoheitliche Organisation handelt, von der man meinen sollte, dass die eine sehr, sehr hohe Sicherheit auf den eigenen IT-Systemen haben. Bei kleinen Unternehmen, nehmen Sie ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, das in einem nicht sicherheitsrelevanten Bereich da entsprechend tätig ist, da muss man sich nicht wundern, wenn da ein System geknackt wird. Aber auch der Deutsche Bundestag hielt eben keinen Hackerattacken stand. Bin mir sicher, dass die jetzt sehr viele Vorkehrungen getroffen haben. Jetzt ist es vermutlich nicht mehr so einfach, da reinzukommen, aber es muss eben erst mal was passieren, bevor man aktiv wird. Im Juli diesen Jahres gab es die Meldung, dass Hacker in der Lage waren, Jeep Cherokee fernzusteuern. Die sind also in der Tat über eine App in ein fahrendes Auto eingedrungen und waren da in der Lage, auch sicherheitskritische Mechanismen wie zum Beispiel die Bremsen zu bedienen. In dem Fall ist das eine Aktion gewesen, die vor laufender Kamera stattfand. Aber jetzt stellt man sich mal vor, dass ein Täter hergeht und zum Beispiel alle Jeeps stoppt. Oder nehmen wir ein Auto, das ein bisschen gängiger ist. Stellen Sie sich vor, ein Hacker wäre in der Lage, alle VWs anzuhalten über eine entsprechende Internetsteuerung. Konsequenz wäre dann nicht nur, dass die VWs nicht mehr fahren können, sondern auch, dass die deutschen Städte und Autobahnen nicht mehr passierbar wären. Denn da wären Hunderte, Tausende oder gar Millionen von Autos, die die Straßen verstopfen. Hier hätten wir auch das Risiko, dass wir einen Engpass hätten. Denn Abschleppwagen können zwar sehr, sehr schnell ein defektes Auto von der Straße runternehmen, aber wenn es sich um Millionen von Autos handelt, klappt das natürlich nicht. Was hat man im Juli noch? Da waren Hacker in der Lage, ein Scharfschützengewehr anzugreifen und fernzusteuern. Denn auf dem modernen Scharfschützengewehr befand sich ein Android, also ein Betriebssystem, das sich auf den allermeisten Handys befindet, zumindest auf den Handys, auf denen kein iOS läuft. Also auch eine kritische Angelegenheit. Das heißt also, auch Waffen können wir fernsteuern. Was hat man noch Spannendes im Juli? Ein Unternehmen, das professionell Hackersoftware verkauft, ist selber gehackt worden und alle Informationen des Unternehmens sind im Internet veröffentlicht worden, und zwar auf der WikiLeaks-Plattform. Auch spannend. Genauso spannend war im August diesen Jahres ein Angriff auf eine Online-Dating-Website, nämlich auf Ashley Madison. Da waren Hacker in der Lage, 1,2 Millionen Passworte zu erbeuten. Nicht nur das, sondern eben auch die ganzen Daten derjenigen, die da Online-Dating gemacht haben, konnte man also alles ausspähen von den Mails, von den Dialogen, von den Real Names, also den echten Namen der Personen, die da aufgetreten sind. Also sicherlich für den einen oder anderen eine sehr unangenehme Angelegenheit. Was hat man noch gehabt? Im September sind Fingerabdrücke von 5 Millionen US-Regierungsmitarbeitern gestohlen worden. Deswegen eine ganz kritische Angelegenheit, wenn Sie diese Fingerabdrücke in digitaler Form stehlen, haben Sie die Möglichkeit, entsprechende Fingerabdruck-Repliken herzustellen und damit können Sie dann also auch bei einem solchen iPhone den Fingerabdrucksensor entsprechend überlisten. Dann gab es Daten von Millionen von T-Mobile-Kunden, die gestohlen worden sind. Und zu guter Letzt, im Oktober diesen Jahres wurde ein neuer, übrigens sehr kreativer Angriff, sehr lehrreicher Angriff gegen M-Tanz
durchgeführt, mobile TANs, die es eben Tätern erlauben, von fremden Konten aus Transaktionen zu genehmigen. Das sind also die Bedrohungslage, eine Auswahl von mir vom Jahr 2015. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in den kommenden 2 Monaten noch weitere Vorfälle haben und habe das Gefühl gewissermaßen, die Einschläge kommen näher. Es geschieht immer mehr im Internet. Ja, zu guter Letzt will ich mir einen Vorfall rausgreifen. Sagen. Nämlich, ja? Einen Ach so, Vorfall rausgreifen. eine Es gab einen Zeitverzögerung. Angriff. Es gab einen Angriff auf TV Cinq-Monde. Es handelt sich dabei um einen französischen Sender, der in 50 verschiedenen Ländern sendet. Dieser Angriff ist super spannend. Der Angriff ist durchgeführt worden aus politischen Motivationen. Angeblich stammte dieser Angriff vom sogenannten Cyberkalifat. Die haben also unter anderem die Webseite des Senders geknackt und da unschöne Nachrichten draufgepackt und haben auch den Facebook-Account übernommen und auch den Instagram-Account übernommen. Der Sender TV Cinq-Monde stand also über einen geraumen Zeitpunkt still und war wirklich von den Hackern komplett übernommen worden. Also eine politisch motivierte Tat. Und im Zuge von diesem Incident, von diesem Sachverhalt, ist also auch der Redakteur von TV Cinq-Monde vor die Kamera gegangen und hat zu dem Vorfall Stellung genommen. Und da gibt es was ganz Spektakuläres, was da eingetreten ist. Nämlich, diese Person hat nicht nur Stellung bezogen zu dem Vorfall, sondern es sind auch im Hintergrund zu diesem Redakteur Aushänge sichtbar, wie Sie hier sehen. Wenn man da ein bisschen hinzoomt und einen Scharfzeichnungsfilter aktiviert, hängt da was? Da hängen tatsächlich die Passworte für Facebook und für Instagram. Das heißt, in der Redaktion von TV Cinq-Monde wird dermaßen lax mit vertraulichen Informationen wie den ganzen Passwörtern umgegangen, dass die da einfach auf großen Zetteln in den Redaktionsräumen ausgehängt werden. Und genau in diesen Redaktionsräumen, wo diese Zettel aushängen, haben die auch die Interviews gegeben. Ich möchte nicht behaupten, dass das die Ursache war, dass der Angriff auf TV Cinq-Monde so gut funktioniert hat aus Sicht der Täter, aber der Mindset. Das heißt also, wenn man einen Fernsehsender IT-mäßig so miserabel führt, dass man duldet, dass Passworte im Klartext gut sichtbar, für jedermann einsehbar ausgehängt werden, dann kann das natürlich auch zur Folge haben, dass andere Dinge auch nicht so sicher sind, wie sie sein sollten. Als Beispiel, Sie lesen hier, wenn Sie ganz genau hingehen, das Facebook-Passwort, das hier aushängt, heißt Le Monde Pass Facebook. Da kann man sich dann also auch sehr gut vorstellen, wie dann das Passwort von Instagram aussieht. Ja, das waren meine Ausführungen zu aktuellen Bedrohungslage, was dieses Jahr uns da erwischt hat. Ich möchte jetzt noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie man seine persönliche Sicherheit ein bisschen erhöht, sodass man die Wahrscheinlichkeit reduziert, mit der man selber Opfer einer Hackerattacke wird. Wichtig für mich ist, dass sich die Personen, die im Internet oder mit Smartphones agieren, auch ein bisschen mit der Technologie auskennen. Früher hat man telefonieren können, ohne sich mit der Telefontechnologie zu beschäftigen. Das klappt heute nicht mehr. Wer also im Internet aktiv sein möchte, wer ein Smartphone einsetzen möchte oder ähnliches, der sollte sich durchaus auch zumindest mal mit der Funktion auseinandersetzen, sich überlegen, wer wann auf was Rechte hat oder ähnliches. Das heißt, mein erstes Appell an unsere Zuschauer ist, beschäftigen Sie sich mit der Materie, lassen Sie sich darauf ein, lassen Sie sich auf IT ein. Versuchen Sie zu verstehen, wie es funktioniert und nehmen Sie auch nicht alles, was Ihnen in Werbemessages da empfohlen wird, für bare Münze. Ich möchte ein Beispiel bringen. Wir haben Angriffe durchgeführt auf verschlüsselte USB-Sticks, die damit werben, dass die USB-Sticks verschlüsselt sind, sehr sicher sind und zertifiziert sind. Und bei einer Analyse meiner Experten im Labor ist dann hinterher herausgekommen, dass die USB-Sticks überhaupt nicht komplett zertifiziert sind, sondern lediglich eine kleine Funktion ist da zertifiziert. Das heißt, wer was verkaufen möchte, stellt die eigenen Produkte noch ein bisschen positiver dar, als sie in Wirklichkeit sind. Also mein erstes Appell ist, verschaffen Sie sich Wissen über die Funktion der entsprechenden Systeme. Auch Wissen über Verschlüsselung, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Seien Sie kritisch. Hinterfragen Sie Werbeaussagen entsprechend auch kritisch.
Dann ein paar ganz praktische Angelegenheiten. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihre eigenen IT-Systeme, und dazu zähle ich eben Smartphones auch dazu, ordentlich abgesichert sind. Das heißt, ordentlich heißt eben, dass die neuesten Patches installiert sind, also Firmware-Updates oder Patches sollten installiert sein und Sicherheitseinstellungen, die Ihnen mobile Endgeräte, aber auch Ihr PC bieten, die sollten entsprechend aktiviert sein. Das heißt, mein zweites Appell an Sie ist, halten Sie Ihr Wohnzimmer sauber und aufgeräumt, dann hat es ein Hacker schon viel schwieriger, da Angriffe durchzuführen. Mein dritter Appell ist, seien Sie skeptisch. Klicken Sie bei Boxen, die aufgehen, wenn Sie eine Datei öffnen, nicht immer reflexartig auf Bestätigen, sondern seien Sie erstmal kritisch, versuchen Sie zu verstehen, zu was für eine Einwilligung Sie hier überredet werden sollen. Und im Zweifelsfall klicken Sie eben nicht auf Ja, nicht auf Okay, nicht auf Installieren, sondern schließen Sie im Zweifelsfall das Fenster wieder. Auch eine wichtige Angelegenheit. Dritter Punkt ist, sorgen Sie dafür, dass Sie eine gewisse Sicherheitssoftware auch installiert haben. Zum Beispiel ist es eine gute Sache, wenn Sie auf Ihrem Arbeitsplatz PC Windows zum Beispiel auch einen Virenscanner laufen haben, der dann auch auf dem aktuellen Stand ist und in der Lage ist, einen Großteil der Viren und Trojaner unschädlich zu machen. Ich warne Sie aber, sich vollumfänglich auf den Virenscanner zu verlassen, denn der Virenscanner kann auch umgangen werden. Das heißt, wer es drauf anlegt, ist in der Lage, jeden Schadcode durch jeden Virenscanner da durchzumogeln. Ja, und natürlich nutzen Sie die Sicherheitsfunktionen, die Ihre Betriebssysteme ohnehin schon vorgeben, empfehlen. Also als Beispiel Festplattenverschlüsselung auf Ihrem Windows-PC sollten Sie unbedingt aktivieren. Das ist dabei. Sie müssen also weder was kaufen noch was installieren. Sie müssen nur die Verschlüsselung entsprechend aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie auch einen entsprechenden Sperrcode auf Ihrem Smartphone haben. Und der sollte optimalerweise nicht nur 4 Ziffern lang sein, sondern ein bisschen länger. Und dritter Punkt in dem Kontext ist auch, verschlüsseln Sie nicht nur Ihre Festplatte, also nicht nur die Daten, die Sie statisch abspeichern, sondern auch die Daten, die Sie transportieren. Und dazu gehört eben in der Tat die Verschlüsselung von E-Mails, die Verschlüsselung von Online-Chats, aber auch die Verschlüsselung von Webseiten. Das alles sind die Dinge, die Sie machen können. Wenn Sie meinem Appell folgen, dann haben Sie ein wesentlich sicheres System, auf dem Sie arbeiten, ist Ihre digitale Identität wesentlich besser geschützt, aber sie ist trotzdem nicht perfekt geschützt. Das heißt, wenn es jemand mit erheblicher Aggression, mit erheblichem Geld und erheblichem Wissen drauf anlegt, dann wird diese Person trotzdem in der Lage sein, auf ihre Daten draufzukommen. Es ist also in der Tat nur eine Frage des Risikos. Das Risiko komplett ausschalten können wir nicht. Es gibt also ein normales Verkehrsrisiko, aber reicht eben beim normalen Betrieb schon aus, dass Sie zu den 10% der besten Internetnutzer gehören, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie von einem Weltwald- und Wiesenhacker angegriffen werden, niedrig, denn der Hacker sucht sich dann in aller Regel einfachere Ziele. Das sind meine Hinweise und ich möchte sagen Appelle, Forderungen, die ich an unsere Hörer und Zuschauer eben hier habe. Danke, Sebastian Schreiber. Als Sie geredet haben, habe ich gedacht, es ist so logisch, dieser Appell zu sagen, man muss wissen, wie das alles funktioniert. Und wie immer im Leben, sobald man weiß, wie die Dinge funktionieren, kann man sie natürlich auch besser handeln und hat auch so eine Art Macht darüber. Und das eben in diesem Fall dann auch über seine ganzen Anwendungen im Internet. Gleichzeitig fiel mir aber auch ein, dass ich dachte, vielleicht ist die Reihenfolge falsch, weil man vielleicht erst mehr wissen müsste und mehr glauben müsste, dass es diese Gefahren wirklich sonst gibt, wenn man sich das Wissen nicht aneignet. Weil nichtsdestotrotz hört man von Obamas gehacktem Handy und von Zeitungen, die gehackt wurden. Aber man kommt, glaube ich, oder mir kommt es so vor, als ob dann wirklich viele immer denken, na ja, gut, ich bin ja trotzdem nur Herr Meier oder Frau Müller und was sollen die denn bei mir wollen? Und das ist so eine total, glaube ich, inzwischen angestaubte Haltung, weil man die immer auch wieder in den Medien bespricht. Aber nichtsdestotrotz wäre die Reihenfolge vielleicht doch besser, zuerst zu sagen, ihr müsst euch damit auseinandersetzen oder wir alle müssen es, weil sonst könnte wirklich was passieren, was einem Ungemach bereitet im Leben, um es so auszudrücken. Ich bin mir da gar nicht so sicher, denn es passiert ja wirklich eine ganze Menge. Aber nur, ich bin mir ganz sicher, dass bei unseren Zuhörern einige dabei sind, bei denen vielleicht auch schon mal so ein Krypto-Trojaner zugeschlagen hat. Also ein kleines Werkzeug, das die Festplatte der Opfer verschlüsselt und die Daten erst gegen Bezahlung eines Lösegelds wieder freigibt.
Ich könnte mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass bei einigen unserer Zuschauer schon mal Geld abgehoben wurde über eine Kreditkarte. Das sind also Dinge, die eigentlich gang und gäbe sind und wirklich auch vorkommen. Das heißt, es ist wirklich so, dass es nicht nur hypothetische Dinge sind, Dinge, die von uns sehr fern sind, sondern auch Dinge, die bei uns durchaus ein bisschen näher dran sind. Ein Beispiel: Beim Bekannten von mir hat eben diese Krypto-Trojaner zugeschlagen, mit der Konsequenz, dass dessen Daten jetzt allesamt verschlüsselt sind. Und er überlegt jetzt gerade, ob er diese 600 US-Dollar über Bitcoins bezahlen soll, um wieder an seine Daten ranzukommen. Bei mir selber gab es im August diesen Jahres einen Angriff auf meine Kreditkarte. Das heißt, da hat jemand, der in den Besitz meiner Kreditkartendaten gekommen ist, tatsächlich Geld von meinem Konto abgehoben. Da haben 6.000 Euro gefehlt über einen Kauf, den ich überhaupt nicht getätigt habe. Das hat übrigens meine Bank bemerkt und hat diese Überweisung gestoppt, und deswegen habe ich jetzt eine neue Kreditkarte. Wo ich mir ganz sicher bin, dass bei jedem Zuschauer schon mal Phishing-Mails angekommen sind. E-Mails, die in irgendeiner Art versucht haben, den Zielrechner zu trojanisieren. Zum Beispiel Mails, die vorgaukeln, eine Rechnung von DHL zu beinhalten oder eine Paketankündigung von DHL zu beinhalten. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass die Gefahren durchaus sehr plastisch sind und dass wir es durchaus als ganz normaler Nutzer des Internets auch regelmäßig sehen, dass wir angegriffen werden oder dass Freunde und Familienmitglieder von uns wirklich Opfer von Attacken werden. Wie können wir jetzt damit umgehen? Also Sie haben schon ein paar Beispiele genannt, die Festplatten verschlüsseln, dafür sorgen, dass das Smartphone auch wirklich geschützt ist, eben verschlüsselt E-Mails schicken mit brisantem Inhalt oder zumindest mit Inhalt, in dem einigermaßen viel über unser Leben verraten ist. Was machen wir denn aber dann, wenn wir rausgehen aus unserer kleinen Internetwelt, die wir so um uns herum bauen und dann im sozialen Netzwerk landen beispielsweise? Also vielleicht bleiben wir beim konkreten Beispiel. Ich meine, man kann sich nicht komplett anonym im Netz bewegen und das soziale Netz will es ja eben genau auch, dass wir das eben nicht tun. Wie gehen wir damit um? Gut, der Umgang mit Publizität, der ist ja zunächst mal für prominente Schauspieler oder ähnliches, die sich im Licht der Öffentlichkeit sonnen, eine ganz normale Angelegenheit. Und heute ist es eben so, dass jeder, der Spaß dran hat, sich im Internet exponieren kann, zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram oder ähnlichen sozialen Netzwerken. Und da muss eben jeder zunächst mal die Technologie durchschauen. Er muss sich überlegen, was gebe ich wem preis. Dann muss ich überlegen, will ich das überhaupt? Möchte ich also, dass meine Bilder vom Urlaub wirklich öffentlich sind? Muss aber auch Rücksicht auf Dritte nehmen, denn wenn ich ein Foto schieße, wo eben nicht nur ich drauf bin, sondern auch andere, dann muss ich überlegen, darf ich das überhaupt online stellen? Möchte ich das online stellen? Und sind da die anderen Personen, die ich da entsprechend online stelle, dann in irgendeiner Art exponiert, was die vielleicht nicht wollen? Diese Überlegungen muss ich entsprechend treffen. Ich muss die Technologien durchschauen. Gerade bei Facebook kann man eben eine ganze Menge einstellen. Da kann ich genau entscheiden, wer was sehen darf. Und wenn ich das nicht entsprechend einschränke, dann können eben beliebige Personen, die bei Facebook angemeldet sind, sehr viel über meine Person herausfinden. Da muss ich überlegen, ist das in der Form gewünscht oder ist es nicht gewünscht? Ich mache ein Beispiel. Wir beide kommunizieren ja jetzt hier und sind quasi automatisch draußen. Wir sind automatisch sichtbar. Das ist erwünscht. Das heißt also, ich werde jetzt keine Firmengeheimnisse preisgeben. Aber wenn ich bei Facebook entsprechend etwas posten würde, aus dem Rückschlüsse möglich sind über spannende Projekte, die wir durchführen oder ähnliches, dann wäre das in der Tat schon beinahe ein Geheimnisverrat. Ich muss mir also ganz genau überlegen, was ich wo veröffentlichen möchte. Gibt es denn aber eine Art der realistischen Bewegung im Internet als anonymer Mensch sozusagen? Also wie weit kann ich mich selber denn verstecken im Internet oder sollte es tun? Also es ist ja auch immer wichtig, diese Gratwanderung zu haben zwischen dem, was ist denn das, was gut wäre und dem, was dann wirklich auch das Leben im Netz komplett kaputt macht. Weil wir auch ja nicht nur über die Sorgen sprechen müssen, sondern auch über ein Verhalten im Internet, was auch realistisch ist und nicht nur beeinflusst von dem, was alles sein könnte.
Also ich kann mich im Internet perfekt anonymisieren. Das heißt, wer es drauf anlegt, der wird in der Lage sein, im Internet nicht gefunden zu werden. Ich mache ein Beispiel. Die Kriminellen aus dem Bereich organisierte Kriminalität, die tarnen sich entsprechend. Das heißt also, die finden sie so ohne weiteres nicht. Sie werden nicht rauskriegen, wo die in Urlaub sind. Sie werden nicht rauskriegen, wie deren Fotos aussehen. Und sie werden nicht rauskriegen, wie deren Freundesliste aussieht. Das kann man machen. Dann funktionieren natürlich die normalen, die anonymen Netze nicht mehr. Entschuldigen Sie, dann funktionieren die sozialen Netzwerke nicht mehr. Wenn ich also mit einem heute erfundenen Pseudonym online gehe, bei Facebook als Beispiel, dann findet mich natürlich gar niemand mehr. Das klappt also nur sehr, sehr, sehr bedingt. Macht man sich eigentlich besonders auffällig? Auch so eine, das ist so ein bisschen so eine Klischeefrage, aber ich stelle sie trotzdem an Sie als Experten. Macht man sich besonders auffällig, wenn man besonders geschützt durch dieses Internet sich bewegt? Also wenn man genau derjenige ist, der über Verschlüsselungssoftware mailt und der auch sonst wirklich darauf aufpasst, eben nicht zu sehr sichtbar zu sein? Ganz sicher. Also wir sehen ja gerade, dass Geheimdienste großes Interesse haben an den Anwendern von Anonymisierungsnetzwerken, weil genau diese Anwender Maßnahmen ergreifen, eben von den Geheimdiensten nicht ausgespäht zu werden. Das ist also eine ganz unangenehme Angelegenheit, dass man, wenn man sich entsprechend schützen möchte, bereits unter Generalverdacht begebt. Ich habe gerade gestern aus der Zeitung entnommen, dass die britische Regierung den Einsatz von Verschlüsselung reglementieren möchte. Das soll also eine Kryptoregulierung da entsprechend durchgesetzt werden, die es Behörden ermöglicht, da auf die Daten der Bürger zuzugreifen. Das ist für mich eine ganz schreckliche Vorstellung aus mehrerlei Gründen. Der erste Grund ist, dass wir da sehr stark in Richtung Überwachungsstaat kommen. Der zweite Punkt ist aber, dass solche Kryptoverbote eben auch die Benutzer von Kryptographie unter Generalverdacht stellen. Und Kryptographie ist eigentlich was Gutes. Eigentlich sollte man meinen, jeder, der verschlüsselt e-mailt, ist ein Vorbild. Optimalerweise sollten wir diesen Vorbildern folgen und selber Vorbilder sein in dem Bereich. Und jetzt soll das möglicherweise unter Strafe gestellt werden. Und da wird in der Tat jeder verdächtigt, der nur verschlüsselt. Was machen wir dann? Also ich meine, das ist natürlich absurd und diese Tendenzen gab es ja tatsächlich schon öfter, dass man wusste, es gibt auf jeden Fall auch damit ein Problem, wenn man eben versucht, sich möglichst bedeckt zu halten und eigentlich dem zu folgen, was einem ja wiederum auch immer angeraten wurde. Du musst selbstverantwortlich im Netz auf deine Dinge aufpassen. Wir können als Staat und mit tausend rechtlichen Regelungen dir nicht helfen, wenn da was passiert. Was bedeutet das? Also für die Zukunft und für das, wie man sich denn jetzt richtig verhalten kann, auch mit dem eigenen Versuch, die Daten zu schützen. Nun, ich hoffe sehr, dass man sich von sowas nicht entmutigen lässt. Und mich würde es sehr freuen, wenn es mir gelingen würde, im Rahmen unseres Gesprächs heute vielleicht zwei, drei Personen dazu zu bringen, ab und an E-Mails auch zu verschlüsseln, sei es mit dem bereits genannten Standard PGP oder mit dem Standard S-MIME. Das würde mich wirklich riesig freuen. Dann hätte sich unser Gespräch für mich schon sehr gelohnt. Das heißt, ich möchte alle ermutigen, wirklich Verschlüsselung einzusetzen. Auch und gerade deswegen dann, wenn man selber eigentlich gar nichts zu verbergen hat. Ja, genau, dieses gar nicht zu verbergen ist ja auch, wie wir schon gelernt haben, einigermaßen relativ. Aber dann lassen Sie uns gerne konkret werden. Also wir können das nicht, glaube ich, so Sendungs mit der Maus mäßig machen, dass wir die einzelnen Verschlüsselungsmöglichkeiten wirklich vorführen. Aber vielleicht können Sie zu den einfachsten Versionen ein bisschen was sagen, sodass dann die Nutzer, die sich dann auch dafür entscheiden sollten, das mal zu versuchen anzuwenden, auch dann direkt damit starten könnten. Also wenn wir Richtung Verschlüsselung gehen bei E-Mails, müssen wir zwei Dinge beachten. Zum einen habe ich, wenn ich es einsetze, die Möglichkeit, sicher zu kommunizieren. Keiner wird in der Lage sein, rauszukriegen, was in meinen Mails drin steht. Das ist also der große Vorteil bei der Angelegenheit. Zum anderen tragen wir auch dazu bei, dass die Standards mehr unterstützt werden, dass mehr E-Mail-Programme ordentliche Integrierung von Verschlüsselungsfunktionen haben. Das wäre also quasi der Vorbildcharakter, den ich hier erhoffe. Was wir machen müssen, wenn wir verschlüsselt kommunizieren, ist zunächst mal uns am Beispiel von PGP Schlüssel generieren. Also zufällige Zahlen, die eingesetzt werden, um dann entsprechende Schlüssel zu generieren. Jeder Teilnehmer am System kriegt zwei Schlüssel. Einen Schlüssel, mit dem er in der Lage ist, den er veröffentlicht, den Public Key,
Der wird also wirklich jedem mitgeteilt. Den können Sie online stellen, den können Sie auf Key-Server legen. Einen anderen Schlüssel, der heißt Private Key oder auch Secret Key. Diesen Schlüssel behalten Sie. Die Schlüssel haben verschiedene Funktionen. Mit dem Secret Key unterschreibe ich zum Beispiel meine E-Mails und mit meinem Public Key sind Sie in der Lage zu prüfen, ob meine Unterschrift authentisch ist. Verschlüsseln hingegen tue ich mit dem Public Key des Empfängers. Entschlüsseln muss der Empfänger mit seinem eigenen Secret Key machen. Und das ist eigentlich was, was in Software mittlerweile sehr gut integriert ist. Das heißt also, wenn Sie normale E-Mail-Programme haben, wie zum Beispiel den Thunderbird, da ist das Verschlüsselungswerkzeug schon eingebaut. Wenn Sie mit Outlook arbeiten, auch ein Marktführer eher im geschäftlichen Bereich, dann ist es so, dass Sie da in aller Regel ein Plugin kaufen müssen. Das kostet ein bisschen Geld, aber auch nicht sehr viel Geld. Und dann haben Sie die Möglichkeit, hier entsprechend verschlüsselt zu kommunizieren. Das ist, wenn man es erklärt, es hat so, weiß ich nicht, eine Minute gedauert oder ein bisschen länger, bis sie es fertig erklärt hatten. Was heißt es denn übersetzt in der konkreten Anwendung, wenn ich das Prinzip verstanden habe und das die anfange, meine Mails zu verschlüsseln, dann ist das doch was, was wahrscheinlich im Alltag einfach ganz normal stattfindet, oder? Nun, zunächst mal, in der Tat, in einer Minute habe ich es erklärt. Damit Sie es einrichten, brauchen Sie 10 Minuten. Und ich glaube, das ist der beste Invest an Zeit, den Sie in Ihrem ganzen Leben lang getätigt Noch. haben. Um die Anwendung der Verschlüsselung durchzusetzen, brauchen Sie deutlich mehr Mühe. Denn verschlüsseln können Sie nur, wenn Ihre Gegenstände, also die Personen, mit denen Sie kommunizieren, auch verschlüsseln können. Das heißt, ohne also gewissermaßen direkt kann ich Ihnen jetzt gar keine E-Mail schicken, die verschlüsselt ist. Ich muss Sie also erstmal dazu bringen, selbst entsprechend Verschlüsselungssoftware zu installieren und Ihre Schlüsselpaare selber zu generieren. Das ist eher das, was sehr zäh ist, weil Ihr Gegenüber, wenn Sie mit dem Gegenüber verschlüsselt kommunizieren möchten, vielleicht so eine Aussage trifft wie: Ich habe ja gar nichts zu verbergen, lass mich doch in Ruhe, ich will gar nicht verschlüsseln. Dann muss Ihr Konter sein, dass Verschlüsselung jedem nutzt. Bei der Freedom of Speech ist es ja auch so, dass ich auch dann von dieser Freedom of Speech zehre, wenn ich gerade gar nichts zu sagen habe. Das ist ja was, was der Allgemeinheit nutzt. Und das müssen Sie also entsprechend rüberbringen, um Ihre vielen Kommunikationspartner dazu zu bringen, Verschlüsselung einzusetzen. Das ist die Mammutaufgabe, und dafür kämpfe ich eigentlich Tag ein, Tag aus. Ich habe mal hier zwischendurch eine Frage, die heute schon in den Kommentaren auf unserer Seite aufgetaucht ist. Ich bin zu wenig Experte, um sie in kurz zusammenzufassen. Deswegen lese ich sie einfach mal vor. Bisher habe ich, und jetzt weiß ich nicht genau, Woula, für die sichere Speicherung meiner Daten in der Cloud genutzt. Nachdem es nun nicht mehr verfügbar ist, bin ich auf der Suche nach einem ähnlichen Service, der in Deutschland oder in Europa erhältlich ist, wo auch sicher Daten in der Cloud gespeichert werden könnten. Sie wissen Bescheid, Herr Schreiber, richtig? Ich Und offen haben die gestehen, Antwort. Woula kenne ich nicht, aber den Bedarf kenne ich natürlich. Es gibt kommerzielle Produkte, wie zum Beispiel Boxcryptor, ja, mit dem Sie in der Lage sind, Dateien so zu verschlüsseln, dass Sie die Dateien dann auch über Dropbox oder andere Cloud-Services entsprechend austauschen können. Der Trick ist also, dass ich eine sichere Datenhaltung möchte, wohl wissend, dass mein Cloud-Provider im Prinzip Zugriff auf die ganzen Daten hätte. Und da muss ich mir überlegen, was da so geht. Und da gibt es in der Tat die Möglichkeit, bei Einsatz wie Dropbox als Cloud Storage, Cloud Speicher, vorher die Daten entsprechend zu verschlüsseln. Das klappt bei Dropbox ganz gut. Wenn Sie aber Apple-Anwender als Beispiel sind und Ihre Apple-Fotos in die iCloud legen wollen, da kommen Sie eben mit einem entsprechenden Verschlüsselungstool nicht dazwischen. Das heißt, Apple wird, wenn Sie iCloud einsetzen, in jedem Fall auch Zugriff auf Ihre Fotos haben. Okay, gut. Ich hoffe, das hat unserem Nutzer geholfen. Das sind die als konkrete Antwort auf diese Frage. Kommen wir von der Verschlüsselung zu der Sache mit dem Passwort. Ich finde, man kommt sich, selbst wenn man kein Nerd ist, altertümlich vor, wenn man über Passwörter spricht, weil man denkt, man hat doch, weiß doch schon, die Passwörter müssen kompliziert sein und so. Man soll nicht einfach Hans, Franz, Mama, Papa, auch nicht die Geburtsdaten von den Kindern oder so da reinschreiben. Offenbar ist es aber weiterhin ein großes Thema. Gleichzeitig laufen Dinge an, wie man kann das iPhone mit seinem Fingerabdruck entsperren. Also bleiben wir zunächst bei den Passwörtern. Sagen Sie mir doch mal Ihr Passwort oder zumindest die Struktur. Also, was ist denn jetzt ein gutes Passwort?
Also als Beispiel nenne ich jetzt einfach mal mein Passwort. Nein, natürlich nenne ich Ihnen mein Genau. Passwort nicht. Es gibt verschiedene Regeln für Passwörter. Die goldene Regel ist natürlich, das Passwort niemals zu nennen. Schon gar nicht, wenn man hier online im Netz ist. Wir sehen ja gerade, dass das der Sender TV Monde nicht gemacht hat. Die haben ihr Passwort tatsächlich weltweit ausgestrahlt. Das werden wir nicht machen. Gibt also in der Tat Regeln für Passworte. Die erste Regel, auf die Sie gerade schon anspielen, ist eine gewisse Komplexität. Ein Passwort soll also eine hohe Länge haben, aber auch ein hohes Maß an Komplexität. Das heißt also, da sollten Ziffern drin sein, da sollten Sonderzeichen drin sein, das Passwort sollte optimalerweise länger als 10 Zeichen sein. Damit machen Sie es mir schon richtig schwer, Ihr Passwort zu erraten. Das heißt also, nur darauf zu verzichten, die Namen meiner bekannten Freunde oder Kinder als Passwort zu nehmen, das reicht nicht. Das heißt, dass eine effiziente Wörterbuchattacke in der Lage ist, so dermaßen viele Passwortkandidaten durchzuprobieren, dass da also auch sehr, sehr, sehr exotische Namen dann entsprechend gecrackt werden. Wichtig ist auch, dass ich auf verschiedenen Systemen verschiedene Passworte einsetze. Denn falls eines der Systeme wirklich geknackt wird, möchte ich ja nicht, dass der Täter Angriff auf all meine Daten hat. Ist ja schlimm genug, wenn er auf einen meiner Dienste zugreifen kann. Der andere wichtige Punkt ist, dass ich mein Passwort regelmäßig wechsle. Kommt also durchaus auch vor, dass sehr alte, gestohlene Passwortdateien im Internet in irgendeiner Art veröffentlicht werden. Natürlich toll, wenn ich weiß, dieses Passwort habe ich schon vor einem Jahr ausgetauscht und verwende es nicht mehr. Das sind so ein bisschen die goldenen Regeln rund um die Passworte. Es gibt trotzdem auch Dinge, die Sie, egal wie vernünftig Sie sich mit Passworten beschäftigen, wo sie immer noch angreifbar sind. Ich habe als Beispiel hier eine Sache dabei. Das ist also ein Keyghost, also ein kleiner Stecker, der eingebracht wird zwischen Tastatur und PC oder zwischen Tastatur und Notebook oder zwischen Tastatur und Dockingstation. Und dieses kleine Instrument protokolliert alles mit, was ein Anwender eintippt, so auch Passworte. Also auch wenn Sie ein 16 Zeichen langes Passwort haben, das unglaublich kompliziert ist, wenn dieses Ding bei Ihnen im Rechner steckt, dann kommt der Täter eben auch an Ihr Passwort dran. Und die Zukunft mit einer anderen Absicherung, eben nicht das klassische Passwort, sondern tatsächlich Fingerabdrücke, Augen, Iris, wie sagt man, Irisabdruck, wie heißt es dann? Egal, vielleicht können Sie es gleich Beides, es richtig gibt den sagen. Iris-Scanner und den Iris-Scanner, Retina-Scanner, also genau. zwei Genau, verschiedene richtig, Varianten. genau. Das ist Genau, aber einmal noch, die das ist noch, Netzhaut, einmal die Regenbogenhaut. genau, aber das ist noch so eine große Zukunftsmusik, von der man da spricht, dass wir uns weiter mit den Passwörtern und vor allem erschreckenderweise mit sehr vielen Passwörtern, die man auch noch ändern muss und so weiter, ja, zurechtkommen müssen. Sie spielen an auf moderne Mechanismen der Authentifizierung und insbesondere auf die biometrischen. Biometrische Authentifizierung sind sehr, sehr, sehr komfortabel. Ich hatte vorher eben schon diesen Fingerabdruckscanner meines iPhones gezeigt. Das ist eine sehr, sehr, sehr komfortable Angelegenheit, birgt aber eben auch Risiken, denn Fingerabdrücke vertraue ich eben nicht nur meinem iPhone an, sondern zum Beispiel auch diesem Wasserglas. Das heißt, wenn ich hinterher diesen Konferenzraum hier verlasse, wird das Wasserglas hier stehen bleiben und ein Dritter hätte die Möglichkeit, von diesem Wasserglas mit den entsprechenden Pulver und einem Pinselchen hier meinen Fingerabdruck wegzunehmen. Das heißt, mein Fingerabdruck ist deswegen sehr ungeeignet, weil ich ihn Tag ein, Tag aus, egal wo ich bin, ob ich auf Reisen bin oder ähnliches, an etlichen Dingen entsprechend hinterlasse. Okay, auch noch nicht so richtig überzeugend. Dann doch lieber der War nicht überzeugend. große, nein, nein, aber dann auf jeden Fall sind dann die Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und so weiter in einer vernünftigen Kombination erstmal überzeugender. Wir haben. Das ist richtig, das ist richtig. Bei der Biometrie gibt es ja noch andere Methoden. Als Beispiel meine Sprache. Gibt also die Möglichkeit, dass ich hier mit Ihnen hier spreche und es wird einem Täter nicht gelingen, quasi meine Identität hier zu übernehmen und in einem weiteren Gespräch Ihnen glaubhaft zu versichern, dass der Täter eben auch Sebastian Schreiber ist. Das heißt also sowas wie Aussehen, Gestik, Mimik, Sprache ist eben auch geeignet, meine Identität hier unter Beweis zu stellen. Der von Ihnen angesprochene Scanner des Auges, also wahlweise Retina oder Iris, der hat gewisse Nachteile. Zum einen ist der teuer, und zum anderen haben Leute so ein bisschen Angst, wenn die mit dem Auge da nah rangehen müssen, ob man dahinter eventuell sein Augenlicht da entsprechend verliert, wenn geschützte Gebäudeteile über einen solchen Scanner
gesichert werden sollen, gibt es auch die Gefahr der übertragbaren Krankheiten. Es gibt also auch infektiöse Augenkrankheiten, wo es also auch kritisch ist, wenn Leute unmittelbar mit ihrem Auge den gleichen Gegenstand berühren. Das ist also auch eine unschöne Angelegenheit. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass in fernerer Zukunft da in der Tat mehr unter Anwendung von Hardware identifiziert und authentifiziert wird und das Passwort so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Wir haben gesprochen bisher über die Gefahren, die es gibt, die lauern, und zwar für Obamas bis zu uns selbst persönlich, auf die man eben achten muss, weswegen man überhaupt sich um seine ganze Sicherheit seines digitalen Auftretens kümmern sollte. Wir haben gesprochen über Verschlüsselungsmöglichkeiten des eigenen Computers, aber eben auch zum Beispiel der E-Mail-Kommunikation. Wir haben gesprochen über die Passwörter jetzt gerade sehr lange. Sie haben vorhin in Ihrem Eingangsstatement auch die Sache mit den Einverständniserklärungen im Internet angemerkt in Kürze. Also was mache ich, wenn eine Meldung aufploppt und ich sag dann einfach okay. Das ist ja, die gibt es ja in verschiedenen Varianten. Ne? Irgendwas passiert auf meinem Rechner, ich soll irgendwie sagen, ja, okay, ist okay, verstehe eh nicht, was da steht, und womöglich bringe ich damit eine schlechte Welle ins Rollen für meine Sicherheit im Netz. Aber gleichzeitig gibt es ja noch die ganz typischen Einverständniserklärungen. Ich möchte irgendwas runterladen, ständig werden AGB und so weiter geändert in meinem, weiß ich nicht, Musikprogramm beispielsweise auf dem Rechner. Muss ich das jetzt eigentlich alles lesen, um es zu verstehen? Und es ist nicht realistisch, richtig? Ja, also in der Tat die Willenserklärung, die Sie per Mausklick abgeben, und nichts anderes ist es, die kann verschiedene Implikationen haben. Zum einen, wenn Ihr Computer Sie fragt, ob hier eine spezielle Software installiert werden soll, zum Beispiel der Flash Player. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Webseite, wo Sie Videos angucken können und auch angucken wollen. Und dann kommt die Meldung eben, bevor Sie das Video sehen, müssen Sie einen Flash Player installieren. Und dann ist eben die Frage, wollen Sie das oder wollen Sie es nicht? Folge des Klicks auf akzeptieren ist, dass hinterher tatsächlich Software bei Ihnen installiert wird, die möglicherweise auch gefährliche Folgen hat, wie zum Beispiel den Zugriff einer dritten Person auf Ihren Rechner. Das ist die eine Form der Willenserklärung, die Sie abtreten können. Die andere Form ist, wenn Sie in einem sozialen Netzwerk eben den Betreiber des sozialen Netzwerks legitimieren, auf alle Daten zuzugreifen, alle Daten zu scannen und in irgendeiner Art gegen Sie zu benutzen. Gegen sie zu benutzen, kann eben auch bedeuten, dass ihnen Werbung eingeblendet wird, die extra für sie konfektioniert ist, um sie dazu zu, ich sag mal, verführen, ein Produkt zu kaufen, das sie eigentlich nicht wollen. Insofern aufgepasst bei Willenserklärungen. Einmal haben die rechtliche Implikation und das andere Mal haben die eben die Implikation, dass hinterher auf ihrem Rechner irgendeine Software läuft, die sie möglicherweise nicht wollen, die sie möglicherweise sogar in irgendeiner Art gefährdet. Okay. Wie kann ich denn aber entscheiden? Das ist so eine schwierige Frage, weil natürlich müsste man dafür auf so viele verschiedene Angebote und Möglichkeiten und Unterscheidungen eingehen. Aber und wahrscheinlich sagen Sie gleich, ich soll mich eben damit beschäftigen und soll Wissen anhäufen, um dann hinterher auch richtig zu reagieren. Aber tatsächlich, wie kann ich denn diese ganzen Entscheidungen treffen? Wann ist es denn jetzt wichtig für mich, dass die App irgendwas auf meinen Ort zugreift? Wann ist es wichtig, dass die Kamera auf Zugriff auf Fotos ermöglicht ist? Wann ist es wirklich Quatsch? Also wie kann ich diesen Weg finden zwischen, ich möchte aber das Spiel spielen, ich möchte mit der App was machen, aber gleichzeitig möchte ich auf mich aufpassen. Wie gehen Sie denn damit um? Also zunächst mal gehe ich mit ruhiger Hand damit um. Im Zweifelsfall sage ich nein und sage, ich verzichte eben auf das Spiel, weil es mich in irgendeiner Art gefährdet. Da muss man also durchaus auch ab und zu diszipliniert sein. Im Großen und Ganzen empfehle ich, mit diesen Willenserklärungen ähnlich umzugehen wie mit anderen Vertragstexten auch. Das heißt, wenn Sie etwas kaufen möchten, ich sage mal ein Grundstück als Beispiel, dann werden Sie den Kaufvertrag vorher ganz genau durchlesen, um sicherzustellen, dass da auch wirklich das drinsteht, was Sie wollen. Beim Kauf von Grundstück ist es sogar so, dass sichergestellt wird, dass Sie den Vertrag entsprechend gelesen haben, denn Grundstückskäufe werden immer von einem Notar begleitet und der Notar hat die Rechtspflicht, wirklich in Ihrer Anwesenheit den Vertrag vorzulesen. Das heißt, da haben wir in der Tat eine besondere Vorsichtsmaßnahme des Gesetzgebers. Bei Verträgen, die Sie mit Mausklick bestätigen, ist das typischerweise nicht der Fall. Ich empfehle Ihnen aber ähnlich vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall wirklich zu sagen, nein, das will ich nicht. Dann können Sie das Spiel eben leider Gottes nicht spielen. Das heißt, im Zweifelsfall nicht auf Ja klicken, nicht irgendeinen Vertrag
unterschreiben. Wer weiß, was das alles für Implikationen hat. Das würden Sie wahrscheinlich auch dem Nutzer, dessen Namen jetzt gerade nicht mehr vorliegt, raten, der über die Seite der Bundeszentrale eine Frage vorab gestellt hat, die ich nochmal schnell vortrage. Unser 13-jähriger Sohn möchte diverse kostenlose Spiele aus dem Netz runterladen. Da gibt es immer viel Kleingedrucktes, mit dem man sich mit dem Runterladen dann einverstanden erklärt. Und das Kleingedruckte erlaubt, wie wir eben schon erörtert haben, Zugriffe auf Daten des Nutzers. Die Frage, die sich hier noch anschließt, ist vielleicht ganz interessant, neben dem, dass man vielleicht im Zweifel dann sagt, nee, spiele ich nicht, was ja meistens dann zum Beispiel die kleineren Menschen total zur Weißglut bringt, die nämlich gerade gebeten haben, dieses Spiel unbedingt spielen zu können, wie all ihre Freunde. Aber gibt es denn eine Quelle, nach der man, oder einen Anbieter oder irgendwas, nach dem man sich orientieren kann? Also bei den traditionellen Medien würde man sagen, so ein öffentlich-rechtliches Irgendwas-Ding, nach dem man gucken kann, wenn ich, da ist es schon okay, oder wenn ich Spiele von diesem Anbieter runterlade, ist es schon in Ordnung, oder gilt der Spaß mit der Entscheidung immer wieder neu? Das hat also mehrere Facetten, was Sie jetzt angesprochen haben. Zum einen, der Junge da ist 13 Jahre alt, wie der Zuschauer geschrieben hat. Der ist also noch gar nicht vertragsmündig. Der darf eigentlich gar nicht so richtig Abo-Verträge oder Ähnliches abschließen. Das heißt, im Zweifelsfall sind diese Verträge möglicherweise hinterher ungültig. Wenn der allerdings in irgendeiner Art auf einem PC Software installiert und da auf OK klickt, ja, dann ist möglicherweise der Trojaner bereits auf dem PC drauf. Unabhängig davon, wie alt die Person ist, die da auf Installieren geklickt hat. Insofern haben wir hier zwei verschiedene Facetten. Ich empfehle, wenn Sie gerade Kinder in dem Alter haben, die Kinder nicht alleine am PC zu lassen. Denn da besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Kinder da Dinge runterladen, Dinge installieren oder auch Abos einkaufen, die sie eigentlich nicht kaufen sollten. Das heißt, es ist die Pflicht der Eltern hier, den Kindern auch zu folgen, das heißt also auch zu gucken, was die alles treiben, und das vielleicht auch zum Anlass nehmen, sich mit der Technologie selber ein bisschen vertraut zu machen. Okay, die Eltern sind ja dann wiederum die Leute, die eigentlich die gleichen Fragen stellen, die wir gerade hier erörtern. Apropos Fragen stellen, wer möchte, kann uns natürlich hier auch im Chat nochmal mit konkreten Fragen beschäftigen und die nochmal anfügen. Vielleicht sind nochmal Themen offen oder Punkte nicht klar geworden, über die wir hier schon gesprochen haben in diesem Web-Talk. Herr Schreiber, wir machen mal eine kleine, nicht ganz spontane, aber noch eine kleine Einlage noch mit Vorstellung des, was, wie leicht es denn ist, überall rein zu geraten in so ein digitales Leben. Ich weiß nämlich, dass vor Ihnen, was man nicht sehen kann gerade, aber noch so ein paar kleine lustige Dinge liegen, die ganz gut zeigen, dass wir hier nicht über irgendwas Theoretisches nur sprechen, was wir uns jetzt gerade ausdenken und ein bisschen Panik verbreiten wollen, sondern dass es nicht so komplizierte Maßnahmen natürlich gibt in das Leben, das man so im Netz hinterlässt, genauer reinzuschauen und eventuell da auch Daten abzugreifen. Absolut richtig. Ich habe also in der Tat eine ganze Menge Hackerwerkzeuge hier vor mir liegen. Ich möchte einfach mal ein paar zeigen. In der Regel ist es so, dass die meisten Hacker-Tools, die wir auch einsetzen, mein Unternehmen, die SYS GmbH, ist ja Spezialist für die Durchführung von Penetrationstests, also simulierter Hacker-Attacken. Solche Hacker-Tools kann ich hier nur ganz schlecht zeigen online. Ich habe deswegen Hardware-Hacker-Tools dabei. Was wir hier haben, ist eine Kamera. Sieht aus wie ein Kugelschreiber, aber da steckt in Wirklichkeit auch eine Kamera drin. Man kann das also an irgendeinem Ort deponieren und verdeckt Aufnahmen durchführen. Und zudem hat diese Kamera zwei Mikrofone, sodass also auch eine hohe Qualität von Ton rüberkommt. Was habe ich noch? Dieses kleine schwarze Kästchen, was kleiner ist als eine Zigarettenschachtel, hat nicht nur einen winzigen USB-Anschluss, sondern auch die Möglichkeit, dass Sie hier eine SIM-Karte reinpacken. Das ist also eine Wanze. Dieses Ding können Sie deponieren irgendwo und haben dann die Möglichkeit, über das normale Handynetz reinzulauschen und Personen abzuhören. Das ist natürlich illegal. Die Hürde, solche Angriffe durchzuführen, ist für einen Täter aber sehr niedrig. Zum einen kostet dieses kleine Ding nur 19 Euro. Ist also eher ein Taschengeldpreis. Und zum anderen ist der Täter, wenn er es geschickt anstellt, hier nicht zurückverfolgbar. Was liegt hier noch rum? Ich habe noch die Hackerzange mitgebracht. Handelt sich hier um ein spezielles Gerät, mit dem man in der Lage ist, auf die Platinen von Handys zuzugreifen und da zum Beispiel Logcodes zu entfernen oder auch ein SIM-Log zu entfernen. Was haben wir noch? Ah ja, ein USB-Stick. Das hier ist der Rubber Ducky. Auf Deutsch heißt das Gummientchen. Das ist ein USB-Stick,
der sich gegenüber dem PC, wo der reinkommt, ausgibt als Tastatur und dann kurz mal einen Trojaner installiert. Also ein ganz gefährliches Instrument. Ich habe eine Menge Angriffswerkzeuge auch noch dabei. Und zwar das letzte, was ich hier zeigen möchte aus dem großen Sammelsurium, ist dieses Gerät. Wie man sieht, hat es auf der einen Seite so einen ganz normalen handelsüblichen USB-Stecker. Und wenn wir das entsprechend umdrehen, ich zeige es mal hier in die Kamera, hat er hier einen normalen Netzwerkstecker. Ein Täter, der an einen PC rankommt, hat die Möglichkeit, den normalen Netzwerkstecker auszustecken aus dem PC und hier einzustecken, und den gesamten Stecker kann er in den PC reinstecken. Dann hat er die Möglichkeit, den PC und das Netzwerk, in dem sich der PC befindet, vollumfänglich zu scannen, auszuspähen und zu trojanisieren. Es gibt also eine Vielzahl von Hacker-Tools in Software und in Hardware, die man aus dem Internet einkaufen oder runterladen kann. Ich habe spaßeshalber noch ein nettes Hacker-Tool da, das haben wir selber geschrieben. Läuft also in dem Fall auf meinem Galaxy Pad, also ein ganz normales Google-Tablet, mit dem ich jetzt gerne mit Ihnen, Frau Watti, ein Spiel spielen möchte. Und zwar habe ich hier Quizduell drauf. Ich bin mir sicher, dass eine Vielzahl der Zuschauer Quizduell kennen. Das läuft ja jetzt mittlerweile auch als Fernsehsendung. Und hier sehen Sie also zunächst mal, wie das Anmuten von Quizduell ist. Und um zu spielen, habe ich Sie, Frau Watti, bereits vor unserer Sendung zum Spiel herausgefordert. Ist meine Okay. Herausforderung zum Quizduell bei Ihnen bereits sichtbar auf dem Handy? Ja, ich kann dann ja auch, darf ich doch bestimmt verraten, was, darf ich Ihren Namen jetzt verraten, durch den Sie mich Natürlich, eingeladen haben? mein Spezial nur im Show me the Spaß. money. Show me the money, Genau, okay, richtig. alles klar. Okay, okay, gut. Ich bin dran. Ich fange also an zu spielen. Jetzt, ne? Richtig. Ne? Ich Herr würde Schreiber, vorschlagen, läuft das? Sie, Frau Okay, ich Watti, fange an. spielen jetzt einfach mal die Runde, und ich würde unterdessen unseren Zuschauern noch ganz kurz erklären, wie Quizduell funktioniert. Quizduell funktioniert wie Aber dann. diese typischen Fernsehsendungen, Quizsendungen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, mein Duell anzunehmen. Das haben Sie bereits gemacht, vermute ich. Suchen sich jetzt ein Wissensgebiet aus, in dem Sie sich von Genau. mir duellieren lassen. Und im nächsten Step beantworten Sie Fragen, und zwar insgesamt drei Fragen. Pro Frage erhalten Genau. Sie vier Antwortkandidaten und haben dann die Möglichkeit, eben per Multiple Choice auszusuchen, was Sie spielen wollen. Sind Sie schon fertig, Frau Alles Watti? klar. Ja, ich habe gespielt, die erste Runde. Ich war nicht so schlecht, wie ich befürchtet hatte, hier vor dem großen Publikum. Kann man sich ja auch blamieren mit Sehr doofen schön, Antworten im Quizduell. richtig, könnte passieren. Ich kann aber jetzt schon sagen, ich werde mich nicht blamieren. Ich sehe also hier Ihren Avatar mit der Taucherbrille. Klicke hier drauf, ich bin an der Reihe, gehe auf Spielen. So, und jetzt sehe ich, Sie haben sich für das Thema Zeugen der Zeit entschieden. Und ich werde dieses Spiel jetzt ganz kurz durchspielen. Zeit ist Geld. Und Sie sehen, dass ich bereits jetzt in der Lage war, ich halte es mal in die Kamera, Ach. drei richtige da zu erspielen, und Sie, wie ich sehe, haben die zweite Frage falsch beantwortet. Und Das Ihnen ist ist sicherlich richtig. aufgefallen, dass ich einen ganzen Tacken schneller war als Sie. Jetzt gehe ich auf Spielen, bin dabei, mir ein Wissensgebiet auszusuchen. Ich werde mich für das Wissensgebiet Kinofilme hier entscheiden. Zack. Jetzt sehen Sie, dass die Kann ich erste nicht. Frage kommt. Ja. Zack. Und jetzt die erste Frage. Die Frage lautet: Wie heißt der von Robbie Williams gespielte Englischlehrer im Drama Der Club der toten Dichter? Und der Name ist McKeating. Und wenn Sie hier genau drauf schauen, sehen Sie, dass Ah, McKeating der ist hier bereits angemarkert. schon angekreuzt ist. Das heißt, das Nette ist, Tja. dass ich dieses Spiel gewinnen muss, denn Ja. die richtige Frage ist bei mir vorher schon ausgewählt. Und deswegen kann ich hier kurz durchgehen. Die nächste Frage lese ich gar nicht durch. Aber wir Ja, sehen, da würde dass ich die auch nicht an richtige Ihrer Antwort Stelle. hier David Fincher ist. Zack, klicken wir drauf, und die dritte beantworte ich auch entsprechend. Und jetzt sehen Sie, dass ich in der Tat hier alles richtig beantwortet habe. Das heißt, ich würde das Spiel auch dann gegen Sie gewinnen, wenn die Fragen auf Norwegisch gestellt werden würden, ohne dass ich ein einziges Wort Norwegisch beherrsche.
Bewegen Sie sich damit nicht, abgesehen davon, dass ich nie wieder gegen Sie spielen werde, bewegen Sie sich damit nicht auf rechtlichem Glatteis? Also zumal wir ja wissen, dass es dafür ja auch eine Fernsehsendung gibt für dieses Spiel. Also ich meine, wo sind denn hier überhaupt irgendwelche Grundlagen? Also das wird man auch nicht in der Kürze auseinandernehmen können, aber vielleicht können wir diesen Aspekt schon noch mal kurz ansprechen. Jetzt nicht nur mit der Quizduell-Geschichte, wir Richtig. können es Also gerne wir haben allgemeiner fassen. verschiedene, sag's mal, wenn man sich überlegt, ob man rechtlich auf der richtigen Seite ist oder nicht, dann lohnt ein Blick ins Strafgesetzbuch zum Beispiel. Wir selber in der Sys GmbH haben uns selber einen Ethikkatalog auferlegt. Das heißt, wir haben uns im Team Gedanken gemacht, was sauberes Vorgehen ist, wenn wir mit Hacker-Tools entsprechend umgehen. Und dieser Ethikkatalog, der schränkt uns auch ein in unseren Handlungen. Wir machen also ausschließlich die Dinge, die sowohl legal als auch sauber sind. Eine Frage, die man sich hier stellen muss, ist, habe ich hier jemand geschädigt? Nein. Also die Habe alte ich hier. Hackerethik. Die alte Richtig, habe Hackerethik, ich hier das Daten ist, genau. ausgespäht? Ja, oh je, Alter, es gibt so verschiedene Hacker-Ethiken. Beim Chaos Computer Club sehen Sie die entsprechende einen Hacker-Ethik-Katalog, der mir überhaupt nicht gefällt. Okay, Aber ich gut. habe hier keinen Schaden angerichtet, zum einen. Ich habe keine Daten ausgespäht. Ich habe keine Systeme kaputt gemacht. Ich sehe also hier keine strafbare Handlung, weder in Bezug auf Verbot der Dekompilierung noch auf das den Verbot vom Besitz von Hacker-Tools, Paragraph 202 Strafgesetzbuch. Das heißt, ich habe hier nichts Unlauteres, Böses oder Strafbares getan. Die Angriffe, die wir eingesetzt haben, um dieses Tool hier, um QuizDuell hier zu kompromittieren, können allerdings sehr wohl eingesetzt werden, um strafbare Handlungen durchzuführen, Informationen auszuspähen. Das heißt, nur weil das ein Spiel ist, wir Menschen tendieren vielleicht auch dazu, manchmal bei Spielen zu mogeln, können wir nicht sagen, dass die Angriffe hier harmlos sind. Die Angriffe, die ich hier durchgeführt habe, sind absolut Stand der Technik und gefährden in der Tat auch Client-Server-Infrastrukturen, die meine Mitarbeiter tagtäglich angreifen. Jetzt sind wir schon am Richtung, kommen zur Richtung Ende des Web-Talks. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man so ein versöhnliches, netzfreundlich, aber gleichzeitig auch sicherheitszugeneigtes Ende finden kann. Ich habe heute nochmal von dem Blogger Johnny Häusler in seiner aktuellen Kolumne auf der Wired gelesen, dass er auch nochmal darauf hinweist, dass sozusagen dieses Pass auf, was du im Netz tust und poste nicht zu viel von dir und sei immer wachsam und so weiter, dass das auch in die falsche Richtung laufen kann, wenn man zum Beispiel dann auch das so weit treibt, dass man sich kaum sichtbar macht im Netz für Freiberufler etc., ist das dann ein Problem? Also man muss ja irgendwie so einen Mittelweg finden zwischen dem, was von mir stelle ich aus und was eben nicht. Gleichzeitig muss man gucken, wo schütze ich mich besonders und wo auch nicht. Finden Sie denn so einen allgemeingültigen Schlusssatz, mit dem einem nicht alles, was im Internet sein kann und wie man sich da eben auch präsentieren kann, dass einem nicht madig gemacht wird, aber gleichzeitig man eine gute Haltung haben kann, da durchzukommen, ohne dass einem irgendwelche Quizduell-Hacker den schönen Spieleabend versauen oder eben, um es nicht so flapsig zu lassen, Schlimmeres geschieht? Nun, für einen Blogger ist natürlich so, der ist ja quasi selber sein Produkt. Das heißt, ein Blogger, indem er den Beruf des Bloggers entsprechend angenommen hat, exponiert sich automatisch selber im Internet. Das heißt, wenn ich mich selber verkaufe, muss ich mich exponieren. Das liegt in der Natur der Sache und kann mich nicht entsprechend verstecken. Für alle anderen, die sich normal bewegen wollen, da rate ich in der Tat, sich ein bisschen bedeckt zu halten und nicht so viel preiszugeben. Es gibt Vorfälle als Beispiel, wo Personen Dinge gepostet haben, die scheinbar unkritisch sind, wie zum Beispiel ein Foto vom Flughafen mit dem Untertitel Auf dem Weg nach Mallorca. Und das haben andere eben auch gesehen und haben deren Wohnung ausgeräubert. Das heißt, da würde ich im Zollfall in der Tat dazu übergehen, möglichst wenig preiszugeben. Genauso sieht es eben aus mit Fotos mit Gesichtern drauf von Dritten. Das sollte man auch nicht machen, sollte man auch nicht veröffentlichen. Das heißt, ich empfehle hier in der Tat eher zu Vorsicht und sich eben eher nicht zu sehr im Internet zu exponieren. Sind Sie in sozialen Netzwerken? Persönliche Frage zum Oh, natürlich. Schluss.
selber bin in sozialen Netzwerken, aber die Dinge, die ich da entsprechend veröffentliche, die sind genau geprüft. Das heißt, ich werde mich da nicht hinreißen lassen, zu viele Dinge zu veröffentlichen, die ich da nicht sehen möchte. Alles klar. Dankeschön an Sebastian Schreiber. Er rät auf jeden Fall zur Vorsicht in diesem Internet und auch vor allem dazu, sich genügend Wissen einfach anzuschaffen, was ja in jeglichen komplizierten Lebenssituationen hilft, um zu verstehen, wie es eigentlich funktioniert, um dann eben auch ganz gut auf sich aufpassen zu können. Das war der Webtalk der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema, wie bewege ich mich sicher im Netz? Und dieser Webtalk ist übrigens aufgezeichnet worden. Das heißt, wenn Sie jetzt begeistert sind, empfehlen Sie uns weiter. Es wird in den nächsten Tagen auch online hier zu sehen sein und dann kann man sich alle guten Tipps und Tricks in diesem Fall auch nochmal anschauen. Vielen Dank, Sebastian Schreiber, und schönen Tag allerseits. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss.